Die beste Mod ist nur so gut wie die Programmiersprache in ihr und ich hatte das Problem, dass die Militärs und die Monolither ziemlich stark waren, das war auch schon davor so, in einem Offline-Spielstand und deshalb habe ich mir gedacht, ich ändere was und ich fange nochmal neu an, denn so wie mir das jetzt hier gefallen hat, hat es mir nicht gefallen, um es ehrlich zu gestehen und deshalb fangen wir nochmal neu an. Ich finde es ein bisschen tragisch, denn es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe jetzt auch schon 3 Folgen noch mehr gerendert. Dementsprechend klicken wir uns jetzt schnell hier durch. Da ändert sich im Großen und Ganzen eigentlich nichts. Wir möchten den Warfare-Modus, der Codon, Factions und den Codon haben wir damit in unserem Inventar, PDA. Es reimt sich auf Inventar. Und vorher, shit, ich habe wieder die falsche Reihenfolge. Ach ja, Schnellklick, genau. Und dann können wir uns auch schon hier die Sachen, ja, an den Körper schmeißen. Oh, ein schöner Morgen. Vorher war es eher bewölkt. Taschenlampe, PDA. Batterien sind auch noch drin. Schauen wir uns nochmal das Ganze an. Nein, nicht mit dem Taglight. Ja, genau, so sieht's aus. Das Militär von oben. Das müssen wir ziemlich schnell beseitigen. Ich glaube, das wird auch einer unserer ersten Aufträge sein. Oder vielleicht die Banditen. Es ist schwer, aber machbar. Genau, dann schnappen wir uns auch erstmal hier von dem Fuzzi einen Auftrag von Fnatic. Tell me about yourself. Okay, ab geht er. Aber vorher müssen wir in unserem Typen noch Combat, Defensive, Combat, Movement, Follow. Wie wir es schon davor hatten. Gut, und dann würde ich mal sagen, auf geht's, Fnatic. Besiegen wir ein paar Wildschweine, sollten das sein. Natürlich auch keine Hunde, die ein bisschen schwächer wären. Nee, gleich die starken Wildschweine. Das wird ja interessant werden, wie sich diesmal die Lage ergibt. Und das ist das Tolle an der Stalker Anomaly. Jeder Spielstand fühlt sich frisch und neu an. Ich meine, letztes Mal mussten wir hier aus dem Kordon fliehen. Aber dieses Mal sieht alles ganz anders aus. Da hinten. Wunderschön, eröffne das Feuer. Oh shit, da kommen sie. Wunderschön, das war Nummer 1. Oh. Schnell mir die Waffe. Scheiße. Fuck, jetzt bekommen wir keinen Detektor mehr. Und ja, für die braucht man auch ein stärkeres Messer. Aber wir haben immerhin wieder die alte AK. Hier, den Krempel kannst du behalten. Und die AK hätte ich ganz gerne. Und dann brechen wir also wieder auf. Das wird ja spaßig. Natürlich spielen wir erstmal die SVT. Gut, das hätten wir soweit geklärt. Wenn ich wüsste, wie viele Militärs da im Süden sind, dann würde ich noch wollen... Ich habe den ultimativen Masterplan. Wir schnappen uns das Militärlager. Das wird doch was Schönes. Dafür muss ich ein bisschen meinen Kopf anstrengen, denn da gibt es Minen und eine Menge anderes Zeug. Und hier ist ein kleines Lager mit einer kleinen Kiste, die leer ist. Toll. Letztes Mal habe ich ein ganz mit... Ach ja, das habe ich auch noch nicht mal reingeschnitten. Scheiße. Letztes Mal hatte ich ein ganz smithing, smiting Kit gefunden. Mit denen konnte man, glaube ich... eine Menge craften, auch neue Munition und das war unglaublich gut. Wäre nützlich gewesen, leider. Auf geht's zu den Militärs. In Stalker Shadow of Chernobyl war hier ein optionaler Weg, dort konnte man noch Militärdokumente für Sidorovich abgeben. In Stalker Anomaly war das Gebiet hier unten ein bisschen weniger optional, denn hier unten gab es noch ein Gebiet, wo man rein konnte. Nee, es hatte mehr Belang in Stalker Anomaly. Obwohl das Gebiet, was sich ja noch im ganz Süden von der Zone befand, dort gab es nur so eine Stadt. Die war sehr nischig, sehr linear. War ziemlich scheiße, wie ich damit sagen. Also, wenn ihr Lost Alpha spielt, ignoriert alles, was im Süden ist. Der Süden ist scheiße. Haha. Gut, den hätten wir eliminiert. Vorsichtig. Wunderschön.
gut. Gut, wir brauchen neue AK-Munition. 5,45er, scheiße. Gut, wir haben uns jetzt erstmal hier eingenistet. Wunderschön. An der Barrikade ist noch niemand. Da hinten machen sie irgendeine Scheiße und die stehen immer noch. Okay. Die will ich mal ignorieren. Wunderschön. Wunderschön, die zweite. Immer in Bewegung bleiben. Denn die Minimap kann auch manchmal Fehler anzeigen. Oder nichts anzeigen. Okay, den haben wir eliminiert. Den haben wir davor eliminiert. Ja, ein bisschen mehr Munition. Z, und welche wollen wir? Diese normale, die alte Munition. Oh Gott, ich dachte, da wäre jemand. Auf geht's ins Getümmel. Da hinten, hinter dem Baum. Was verheimlichst du mir da, Militär? Wunderschön. Und jetzt erobern wir den Punkt. Ja, und sollten uns beeilen, denn die Stalker werden gleich spawnen und die werden hier mir kein Loot aufheben. So wie es klar. Alter, der hat sehr viel Krimskrams. Ja, die alte Munition. Wie gesagt, mit ein bisschen Glück finden wir ein schönes Kit. Oder so eine schöne Auswahl, die werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Detached Scope. Ich werde mal dran probieren, ob wir ein paar Waffen von Grund auf reparieren können. Das würde mich sehr, sehr reizen. Und jetzt müssen wir uns wirklich beeilen. Die Jungs sind da, die Jungs sind da, die Jungs. Und ich finde es immer noch akzeptabel, die Rate, mit der ich hier Sachen erobere, wenn er mich fragt. Hier auf der Straße hinten beim Platz liegt noch einer. Wir haben nämlich den Mechaniker getötet und jetzt können wir kostenlos Sachen hier unten reparieren. Das ist ziemlich vorteilhaft, wenn man auf so einer alternativen Weise wie bei mir spielen möchte. Das. Da sehen wir die Werkbank. Hier oben gibt es noch ein Versteck. Wir nehmen nochmal alles mit, was wir finden können. Oh, die ganzen Leichen, das gefällt mir. Das ist ein toller Auftakt. Wenn mich fragt, auch wenn die KI da hinten ein bisschen versagt hat, aber ja, komm. Ich kenne so viele Momente. Oh, Feuerfliege. Ich kenne so viele Momente, wo die KI sowas von stark gespielt hat. Was ist denn das? SKS. 23.000. Na, so viel haben wir gerade nicht parat. Aber ich wünschte, Leute wie du, es würde mehr Leute wie du geben, denn ich möchte mir ganz gerne immer eine neue Waffe kaufen. Manchmal gibt es halt keine Händler. Da muss man da mal einen Stalker aufsuchen. Sind die... Die sind irgendwie losgezogen. Ja. Die Renegades, die existieren auch. Das ist sehr interessant. Das sind die Banditen 2.0, die durch Stalker Clear Sky hinzukamen. Und dann ein bisschen was für Unruhe gesorgt haben, aber sonst vollkommen unnötig waren. Die waren nämlich nur im großen Sumpf unterwegs und noch ein bisschen in Limansk. Und sonst waren sie vollkommen unnötig. Wir haben unseren Loot. Wir schnappen uns... Ja, ich glaube, der Punkt, der ist wichtiger. Capture Point at Influence. Jetzt werden wir von einem Feind gesehen. Das sind wahrscheinlich Mutanten. Ich schaue mich mal um. Wir haben 7,7. Das trifft es ganz gut. Wir nehmen erstmal nur die normale alte. Ich möchte ungern Armor Piercing verschießen oder wie auch immer die andere heißt. Oh shit, da sind die Mutanten schon. Die sind eigentlich auch überhaupt nicht ausgerüstet. Ja, die Pistole eventuell. Was sind es denn für Mutanten? Oder besser gesagt, wie viele sind es denn? Control of Faction, da hauen sie wieder ab. Hm, soll mir recht sein. Solange ihr nicht meinen frisch eroberten Punkt erobert. Erobert. Oder die Stalker kommen. Und, Alter, wir haben schon Sunrise, Leute. Das gefällt mir gut. Es macht halt so einen Unterschied, ob was man am Anfang macht. Gerade die ersten Stunden, die sind sehr, sehr wichtig. Wer bist du denn, Kollege? Es ist ein Nager. Habe ich den gewone-shottet? Nice. Ja, das Herz schnappe ich mir nicht, denn
das würde vielleicht so 20 Rubel bringen und unser Messer würde sich dementsprechend dann auch noch abnutzen. Und Wolf mit seinem super LMG hat natürlich keine Aufträge. Ah, das ist ein bisschen peinlich, aber was soll's. Denn Sidorovic hat noch ein bisschen was für uns. Der gute Sido, der erste Sido. Connections. Arbeit. Ja. Ist noch mehr Arbeit. Dark Valley. Ja. Noch mehr Arbeit? Nein. PDAs. Scheiße, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nochmal reinschauen. Sidorovic, Kollege, hat Anzüge, hat Munition, hat Artefaktcontainer, wovon ich mir mal einen kaufe. Die Aswahl, hier können wir noch Krempe verkaufen, die Militärs, das Schmucke-Kästchen natürlich auch. Tolle Musik, Sidorovic, passt nur nicht ein bisschen mit Pripyat Day, die Musik, die wir ja im Hintergrund hören können. Gut, das hätten wir. Wie sieht's aus? Die Banditen. Ja, wenn die sich jetzt hier mit den Mutanten duellieren sollten, werden wir vielleicht einschreiten, wenn wir da irgendwo in der Nähe sind. Schicke, große Waffe, Kollege. Ich bin ein bisschen neidisch. Und hier, eine Wurst und Brot. Nicht schlecht. Gute Ernährung. Kannst du mir ein paar Tipps geben? Ich würde gerne meine Sommerfigur antrainieren. Ah, noch ein Kit. Hier, Important Character. Oh, da kommen Mutanten. Wir schauen das mal hier runter. Ja, und merken, dass hier nichts ist. Dann schauen wir in den anderen Bunker. Und dort sollte die Frau sein, die das letzte Mal gestorben ist. Und die Frau ist draußen. Die lässt sich ihre langen Haare trocknen. Denn wie jeder weiß, lange Haare brauchen wesentlich länger zum Trocknen. Interested. Find a toss for Hips Client. Werden wir probieren. Wir schauen noch nach ein paar Aufträgen und noch ein bisschen Krimskrams. Renegades. Nee. Ich gehe doch nicht in den Sumpf. Ich bin doch nicht bescheuert. Wie sehe ich denn aus? Gut. Karte. Ja, wir haben ja ein Artefaktbehälter. Das heißt, wir können jetzt hier hinter in die Anomalie gehen. Wünsch mir Glück, Kollege, mit deinem Fernglas. Siehst du was Schönes? Zart und bach, ich bin doch nicht bescheuert. Und wir verkaufen ja noch ein bisschen Zeug. Schauen uns mal um. Gut. Ja, shit, wir haben ja keinen Detektor. Das heißt, das Einzige, was wir finden, ist eventuell hier das anomalöse Brot. Ist es nochmal das Brot? Vorsichtig. Ist es nochmal das Brot? Scheiße. Das müssen wir jetzt an den Typen verkaufen oder an Sidorovic. Denn es verstrahlt uns. Genau. Und das funktioniert nicht. Das ist so dämlich. Einfach nur, weil die kein... Oder? Das hat funktioniert. Wir haben das Brot. Wir haben das Brot sicher, Jungs. Es wird nicht verschimmeln. Oh. Wir können uns auch gerade keinen Preis einholen. Weil, ja, der das nicht nimmt. Der interessiert sich eher für Naturalien. Damit er über den Tag kommt. Wir müssen angreifen. Die Banditen haben ihren Trumpf ausgespielt. Doch unser Problem ist, dieses Gebiet hier, in dem kenne ich mich ganz vage aus. Ja, das ist mal die falsche Richtung. Hier kenne ich mich sehr, sehr vage aus, weil ich da einfach nie lang laufe. Entweder ich laufe die Speedrun-Strecke oder die Straße, wie jeder normale Mensch, und läuft nicht durch die Prärie. Ach, jetzt bin ich hier. Da können wir mal in die Kiste schauen. Ziemlich rotes Fass, wie unheimlich. Ja, kleine Munition, kleinkalibrig. Gut, ich weiß nicht, was ich jetzt machen wollte mit den Waffen. Banditen haben sich da hinten noch verkrochen. Die AN, 7 Schuss. Das sind unsere 7 Schuss. Ich höre doch hier was. Das hört sich fast nach einem Artefakt an, aber es ist kein Artefakt. Ist die Brücke frei? Ja.
Ich hatte nämlich das Problem in der Lost Alpha, dass die Brücke hier immer radioaktiv verseucht war. Ja, wenn wir davon sprechen. Die Banditen, die ASVAL, SVT, komm. SVT werden wir noch ein bisschen verschießen. Damit haben wir indirekt ein bisschen Kohle gemacht. Wir haben das Brot für Lau bekommen. Aber vorher werde ich erstmal abspeichern. Catch a grenade! Damit habe ich nicht gerechnet, dass ihr euer Zeug hier noch lagert. Wie nenne ich das? Euren Sprit für eure Motorsensen. Dass ihr hier Grünschnitt betreibt. Oh, yes! Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Schick. Dankeschön. Oh, das war die beste Granate, die ich je im Spiel verworfen habe. Jawohl. Oh, großkalibrig. Dankeschön. Oh, Zenka lame ist heute mal nicht lame. Schicke Frauenzeitschriften hast du da übrigens. Oh, jawohl. Schalldämpfer. Und ein. Wir haben ein Visier. Wir haben wieder eine Obokan mit Visier. Was Besseres kann ich mir nicht vorstellen. Und die Stalker sind da. Wir haben alle eliminiert. In die Kiste. Naja, komm, wir schauen mal. Immerhin kann man die ganz Myth-Kids finden. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen. Ich kann die schlecht übersetzen. Das ist Naga. Und Geiger Müller Zeror, was knattert. Na schön. Hey, ja. So wie beim letzten Spawn. Ja, nee, der Naga, der wird vollkommen in der Radioaktivität sein. Gut, uns gehört der Süden. Die Stalker haben die Brücke angegriffen und ich habe mir diese zwei Punkte geholt und damit kontrollieren wir jetzt schön viel. Wir können hier hinten in die Anomalie. Nee, das bringt uns nichts. Wir schauen mal nach Aufträgen. Wir haben, glaube ich, nichts eingelagert. Ja, wir haben nichts eingelagert. Das heißt, wir können dann im Norden unser Lager aufschlagen und uns dann, ja, zufrieden zurücklehnen, denn wir haben uns sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Wir haben eine Schrotflinte, wir können Mutanten jagen. Wir haben die Schrotflinte weggeworfen. Scheiße. Hier unten war da noch ein Schaltschrank. Ein Schaltschrank. Ich habe sehr, sehr viel Schiss. Da war er. Der Schaltschrank, den suche ich. Oh, ja, wir haben einen kostenlosen Detektor gefunden. Sehr, sehr wichtig. Scheiß auf. Naja. Na gut, doch. Bis zum Abend sollten wir uns noch ein Headlight besorgt haben. Immerhin ist der nächste Händler gleich da hinter der Brücke. Und wird nur von einem Typen oben. Direkt auf der. Oh shit, hier sind ja Anomalien. Oh, wird nur von einem Typen bewacht. Hier ist die Kiste. Ah, shit. Schönes Lager, Leute. Bandit. I'll do it. Wir haben alle verkauft. Sehe ich das richtig? Ja. Fuck. Okay, wir werden. Oh, Schmuckkästchen. Wir werden es mal. Ist ja gut. Dark Valley. Wach. Gut. In der Kiste ist nichts. In der Kiste ist auch nichts. Okay. Dann, ja. Nicht in den Schlafsaal, sondern erstmal zum Händler, Polendler. Hey, oh, Loris. Der hat in. Was ist denn das? Karabiner 43, ist das? Ah, mit Visier? Ich dachte erst, das wäre das amerikanische Teil, was die Scharfschützen eingesetzt haben. Nicht die Scharfschützen, die Fallschirmspringer eingesetzt haben. Aber nein, es war was ganz, ganz anderes. Mutantenkram, ja komm. 14.000 Rubel. Wie viel würde denn so ein geiler Sunrise-Anzug kosten? 30.000. Ne, kriegen wir noch nicht zusammen. Vier von denen. Und Munition. Warte mal. Wir haben das Brot. Das Brot. Schau mal doch mal rein. Open. Jetzt schnell verkaufen. 2000. Ja.
Wunderschön. Schön, dass das Brot diesmal einen besseren Käufer gefunden hat als Sidorovic. Ich schau nochmal schnell rein. Eine frische Waffe wäre noch nicht schlecht. Warte mal, das Headlight, genau. Diese 4000 Rubel sind auch super investiert. Und als nächstes sparen wir ein bisschen Kohle. Eine Schrotflinte wäre... Oh, da sind sie wieder. Ich lagere mir noch ein bisschen Zeug ab und dann schauen wir mal bei den Militärs da hinten vorbei. Ja, shit, wir brauchen ja die alte Munition erstmal. Ich glaube, die werden wir verramschen und die nächste, die werden wir dann verbessern und nicht so verramschen lassen mit alter Munition. Tut mir leid, AN, aber ja, du musst das diesmal durchstehen. Wunderschön, das haben wir alles soweit. Und jetzt helfen wir noch den Stalkern bei der Brücke. Oh, Clear Sky ist im Süden. Das ist interessant. Ich weiß gar nicht, wie der Ruf zur Clear Sky steht. Free Stalker, Clear Sky. Wir sind befreundet. Können wir da irgendwelche Boni machen?